Grüß euch! Servus! Hallo! Ganz kurz Vorwort zu diesem Video, was wir uns heute anschauen werden. Ich hab's by the way noch nicht zur Hälfte geschaut, aber es heißt, moderne Frauen sind psychisch krank. Ich habe dieses Video in meine Timeline bekommen und habe mir die erste Minute angeschaut, konnte dann einfach nicht mehr und habe dann bei Salami, die Reaction wollte ich mir dann anschauen, weil Salami hat drauf reagiert und dann habe ich mir 2 Minuten angeschaut und dann konnte ich auch nicht mehr und habe mir gedacht, weißt du was, das ist ein zu gutes Video, um nicht drauf zu reagieren. Moderne Frauen sind psychisch krank von Pacino. Noch nie davon gehört, aber es ist absolut, absolut wild. Ich habe, by the way, nicht in die Mitte gescrollt, das war nur für ein Thumbnail. So, gehen wir, oder gehen wir nicht? Pacinos, willkommen zu einem neuen Video. Heute werde ich dir erklären, mein Bruder, warum die modernen Frauen alle psychisch krank sind. Und ich weiß, by the way, nicht, ob Satire ist oder nicht. Vielleicht finden wir es heraus. Und warum die alle einen psychischen Schaden haben. Ja, weil ich gehe raus und ich ertrage das nicht mehr. Diese ganzen bedürftigen Männer, die irgendwie eine Frau haben, die sich die Lippen aufgespritzt hat, Dicker. Ja, oder irgendwie Botox in sich reingespritzt hat. Verstehst du? Und wenn die schon solche Sachen in sich reingespritzt hat, dann weiß man nicht, was sie in der Vergangenheit in sich reingespritzt hat. Oha. Okay, also by the way, zuerst die Pflanze im Hintergrund, finde ich gut. Ist besser dran als meine Pflanze. Ist das die gleiche? Nee, ich glaube, ich habe so eine, ich weiß gar nicht, was ich habe. Ich habe irgend so eine Pflanze mit Blättern und sowas. Die Videoqualität könnte ein bisschen besser werden, aber er fängt ja auch gerade erst an. Spritzer-Bulli. Verstehst du? Ja, auf jeden Fall. Das heutige Video wird darum gehen, dass ich dich warne, weil diese modernen Frauen, du kannst sie nicht glücklich machen, Bulli. Ja, du musst dir doch mal... Also mit moderner, ja, Frau ist, glaube ich, gemeint, dass du sehr selbstständig bist. Also quasi das Gegenteil von einer... traditionellen Frau, sag ich jetzt mal, von einer Tradwife quasi. Na, Tradwives sind ja quasi so, yo, du bist zu Hause, du sorgst für die Kinder, du gehst nicht arbeiten, sondern du kochst für den Mann und du, keine Ahnung, genau, schluckst jeden Tag seine Ekel runter. Frauen angucken, Dicker, und dann verstehst du auch, wie unzufrieden die sind. Ja, du musst lernen, Energien zu lesen, Buddy. Ja, und wenn du Energien lesen kannst, dann kannst du dich auch nicht mehr auf so eine Frau einlassen, Bruder, die irgendeinen psychischen Schaden hat. Ja, weil die modernen Frauen haben alle einen psychischen Schaden. Ja. Ja. Und ich sage nicht, kapiert, dass alle Frauen moderne Frauen sind. Es gibt auch noch Frauen, die feminin sind. Verstehst du? Und da spielt das Alter auch keine Rolle. Weil ich kenne auch einige Frauen, die sind älter. Schon 36, 38 und keine Ahnung was. Und die sind trotzdem feminin, Buddy. Ja. Und genau so eine Frau musst du dir aussuchen. Okay. Also es geht um den generellen gesellschaftlichen Wandel. Er macht hier einen sehr interessanten Punkt auf. Einen philosophischen Punkt, würde ich fast schon behaupten. Einen gesellschaftlichen Wandel, in dem früher Frauen sehr traditionell waren und heute nicht mehr. Aber es gibt heute auch immer noch traditionelle Frauen. Und genau so gut gab es damals ja auch Frauen, die nicht ganz traditionell waren. Das Problem, was viele Frauen in der Vergangenheit hatten, war, dass sie gar nicht die gleichen, kommen nicht mit Laura Müllers Song, ja, genau, ja, jetzt sag ich selber schon, ja, aber das Problem, was viele Frauen damals hatten, war, dass sie gar nicht von diesem Tradwife-Ding wegkommen konnten, weil du konntest zum Beispiel auch einfach nicht arbeiten gehen oder du hattest auch bis zu einem gewissen Punkt auch kein Wahlrecht und du hattest kein Heirecht und sowas, na, lauter solche Sachen, deswegen, und auch noch gesellschaftlich war es halt einfach schwierig, na, also wenn du jetzt zum Beispiel für den Job dich bewirbst, in der Workspace, dann war das nicht so ganz möglich, oder es war vielleicht möglich, ich weiß es nicht genau, vielleicht war es möglich, aber die haben sich dann halt einfach ausgedacht und haben sich gedacht, naja, okay, wir nehmen deine Frau, und das ist der Punkt, den er jetzt aufmacht. Da ist halt dann nur die Frage, wenn du eine Tradwife möchtest, dann musst du auch ein Tradmann sein. Und das ist auch wesentlich schwerer, glaube ich, als umgekehrt, weil, also nicht, dass Tradwife einfach ist, nur ich meine, im Verhältnis, damals und heute ist es fast genau das Gleiche. Nur das Problem, was wir jetzt haben, ist die ganze Inflation. Das bedeutet, früher konntest du mit einem Einkommen, also ich rede jetzt von vor, ich weiß nicht, 50 Jahren zum Beispiel, konntest du mit einem Einkommen, wenn es gut kommt, eine ganze Familie ernähren, 2 Kinder, eine Frau und dein fucking Haus abbezahlen und sowas. Das war komplett insane und heute ist es einfach nicht mehr so möglich, aber wenn du das auf die Reihe bekommst und wenn du eine Tradwife möchtest und wenn diese Tradwife auch eine Tradwife sein möchte, dann habe ich damit kein Problem, weil jeder soll sein Leben so leben, wie er möchte. Weil diese ganzen modernen Frauen, Dicker, die auf Instagram... Und ich glaube, das wollte ich hier formulieren. Instagram Arsch zeigen, Dicker, und Leggings bis zum Bauchnabel ziehen, weil damit der Arsch betont ist, weil sie sonst nichts zu bieten hat, Dicker. Solche Frauen wirst du niemals zufrieden bekommen.
Und diese Frau wird nur so lange bei dir bleiben, bis sie dich ausgesaugt hat, Dicker. Verstehst du? Ja, bis sie dich leer gemacht hat, Dicker. Wortwörtlich leer. Ja, im sexuellen Sinne leer, deine Eier leer gemacht hat und in finanzieller Hinsicht. Ist der erste Punkt schlecht? Upsi. Verstehst du? Ja, weil diese Frauen, die modernen Frauen, Dicker, die so, keine Ahnung, so kaputt sind, ich sehe einfach deren Unzufriedenheit in deren Gesicht. Versteht ihr? Ja, aha. Und da kann sie lachen, wie sie will. Oder sie kann sich Botox spritzen, wie sie will, Bruder. Es bringt einfach nichts. Weil ich erkenne das. Und mich turnt so eine Frau auch nie wieder an. Niemals. Verstehst du? Okay, also er hatte die Experience. Er turnt das nie wieder an. Wir müssen hier auf die Details achten. Also er hat hier eine Goldkette an und er hat hier irgendeine Uhr. Ich weiß nicht, vielleicht ist die viel wert. Vielleicht ist das sein Problem, dass er viel Geld hat. Dann hatte er so eine Frau, die hat ihn da quasi die Eier leer gesaugt und so, aber auch das Konto leer gesaugt. Und deswegen, ich weiß nicht, wie ihr das macht. Dieser Mensch, der reißt hier gerade sehr, sehr wichtige gesellschaftskritische Punkte auf und ihr, ich glaube, ihr seht das einfach nur nicht. Er meint damit, es ist immer wichtig, auch für sein eigenes Leben zu sorgen und seine eigene finanzielle Sicherheit auch in Sicherheit zu bringen. Das bedeutet zum Beispiel, ich weiß nicht, vielleicht habt ihr in Bitcoin investiert, ne? Jetzt sind wir ja gerade eben nach dem Bitcoin-Halving. Das möchte ich hier auch ansprechen an der Stelle. Und wir bewegen uns jetzt hoffentlich in einem Bullenmarkt. Und da denke ich mir auch, okay, vielleicht kann man da ein bisschen mehr sein Geld vermehren. Dann ist halt die Frage, wenn ich mir jetzt einen Bitcoin zulege, ist das dann auch gleichzeitig der Bitcoin von meiner Freundin? Muss nicht unbedingt sein. Ich denke, es ist wichtig, dass man getrennt, oder nicht, es ist wichtig, dass man sein Geld getrennt quasi, wie auch immer, dass man das halt so macht. Nur wenn man eine Red Wife haben möchte, eine Frau, die quasi für einen lebt auch irgendwo, also quasi so sich um dich kümmert und wenn du nach Hause kommst von der Arbeit, dann musst du nichts mehr machen, weil das Haus ist geputzt und die Kinder sind gefüttert und deine Eier sind leer gesaugt und sowas, dann muss man halt auch der Provider sein, weil anders funktioniert das halt nicht. Man kann nicht A wollen, aber B providen, sondern halt, ne, das muss sich halt gegenseitig überschneiden. Ja. Ich hatte auch eine Zeit in meinem Leben, wo ich so bedürftig war. Irgend so ein bedürftiger Kecko, der sich immer eine Keule gegeben hat und keine Ahnung was. Und dann auf diesen Frauen abgefahren ist. Verstehst du? Ja. Ja. Weil ich auch so ein manipulierter Kecko war, Digga. Ja, aber Zeiten ändern sich. Ich habe mich weiterentwickelt. Und ich habe gelernt, Energien zu lesen. Und seitdem ich gelernt habe, Energien zu lesen, weiß ich ganz genau, Digga, dass so eine Frau nie wieder mit mir in Kontakt kommen kann, Dicker. Da musst du gar nicht Energien lesen. Ich meine, ich finde das sehr gut, was er sagt, aber wenn jetzt eine Frau herkommt und die will quasi die ganze Zeit irgendwelche Geschenke und halt am besten noch die ganz teuren und sowas, ich würde mich schlecht fühlen, wenn ich von meinem Partner verlange, dass er mir etwas kauft, was auch noch am besten, also je teurer, desto besser. Da würde ich mich ganz einfach schlecht fühlen, weil ich das bei jeder Person so sehe. Ich möchte niemanden irgendwie auf der Tasche liegen auch, so quasi. Und deswegen, das möchte ich damit sagen. Also das ist Wahnsinn, was der hier in 3 Minuten... Verstehst du? Ja. Vor allem, egal wie hässlich sie ist, Bruder, egal wie sie sich gespritzt hat und was weiß ich, wenn sie aussieht wie mein dicker Zeh, wo noch so 3 Haare rausgucken, Dicker, denkt sie trotzdem, sie ist geil. Versteht ihr? Bruder. Und warum tut sie das? Warum tut sie, dass sie geil ist, Dicker? Weil es genug Kekos gibt, Bruder. Es gibt genug Kekos, die irgendwie auf Instagram bei denen kommentieren oder irgendwie auf Tinder denen schreiben, Dicker. Verstehst du? Ja. Ja. Oder wenn die rausgehen, die irgendwelche Blicke bekommen von irgendwelchen Männern mit Haarausfall, Dicker. Irgendwelche Männern, keine Ahnung, die so scheiße aussehen, Bruder, die nur Scheiße fressen den ganzen Tag und dann fühlen die sich bestätigt. Verstehst du? Ja, das ist ja das Problem, weil ein Mann mit richtiger männlicher Energie, er wird sich niemals auf so eine Frau einlassen, Dicker. Ja, es muss er ja auch nicht, ne? Also er meint hier, yo, die Frauen gehen raus, die sehen alle, also nicht die alle oder so, aber es gibt Frauen, die sehen scheiße aus und die sehen aus wie sein dicker Zeh, wie sein dicker Zeh, und die fühlen sich dann bestätigt, wenn irgendwelche auch nicht attraktiven Leute, also nicht attraktive Frauen fühlen sich gut, wenn nicht attraktive Männer sie anschauen und die fühlen sich dann dadurch bestätigt und so. Das kann ich nachvollziehen. Ich denke, wir reden hier von der gleichen
Ja, natürlich. Ich verstehe absolut, was er damit sagen wollte. Und außerdem scheiß Männer mit Haarausfall. So eine Frau kriegt kein Mensch auf dieser Welt zufrieden, Dicker. Ja. Und vor solchen Frauen haben uns alle Religionen gewarnt, Dicker. Alle Religionen auf dieser Welt. Versteht ihr? Seit wann? Ja, das muss. Stand in der Bibel, wenn sie die Leggings bis zum Bauchnabel zieht. Man kapieren, Dicker. Dann gehört sie gekreuzigt. Ja, und wenn man das kapiert hat, dann weiß man auch, dass man mit so einer Frau keine Kinder machen sollte. Ja. Weil wir wissen, worauf das hinausläuft. Wenn du mit so einer Frau Kinder machst, Dicker, die nicht feminin ist, die modern ist, die aufgespritzt ist, die... Ich glaube, wir reden hier aneinander vorbei. Also ich weiß nicht, wie Sie das sehen, aber ich meine, bei mir ist es so, ich würde jetzt die moderne Frau nicht als aufgespritzt und als die ganzen Sachen, wie ihr beschreibt, also quasi so, yo, du gehst ins Gym und posierst da rum und sowas, das ist nicht unbedingt moderne Frau, also das ist vielleicht so an den Fringes so ein bisschen überlappend, weil das vielleicht jetzt so eine Trad-Wife nicht unbedingt machen würde, aber das ist halt eine andere Eigenschaft. Ich würde halt moderne Frau definieren als, sie möchte eigenständig leben und unabhängig von einem Mann leben können, was absolut verständlich ist, weil ich will genau das Gleiche. Ich will, dass im größten Notfall, wenn ich mich jetzt von meiner Freundin trennen würde, ich weiß nicht genau, wie er das sieht, aber wenn ich mich jetzt von meiner Freundin trennen würde, dann würde ich wollen, dass ich auf eigenen Beinen stehen kann. Dass ich ein Einkommen habe, wo ich sage, okay, ich kann mir eine eigene Wohnung leisten, dass ich ein eigenes Bankkonto habe, weil ich habe da auch schon viel mitbekommen bei Trennungen, dass dann der Ex oder sagen wir so, in dem Fall die Ex-Partnerin immer noch Geld abgebucht hat von dem Konto, von dem gemeinsamen Konto von dem Typen. Und dann wurde da halt auch die Polizei eingeschaltet und so und das musste man dann so klären und das ist halt absolut scheiße. Deswegen, also wenn ihr ein gemeinsames Konto macht, dann macht das sehr gerne, nur passt halt auf. Das ist das, was ich euch raten kann. Genau. Wo hast du das weiße Mikro? Das ist von Amazon, das kostet 70 Euro. Kein Wert auf Tugendhaft legt, versteht ihr? Auf was? Auf Tugendhaft? Auf Vernünftigkeit, Dicker. Okay. Auf, wie soll ich das sagen, Buri? Ja, auf so, ihr wisst, was ich meine, Dicker. Ja, die sich irgendwie präsentiert, Bruder. Irgendwo Bilder hochlädt, wo sie noch die Leggings in die Arschritze reinschiebt, damit sie irgendwie Bestätigung bekommt, weil sie sonst nichts zu bieten hat, Dicker. Ja, du musst dir mal die Fressen von denen angucken, Dicker. Ja, die sehen doch alle gleich aus. Und wenn die nicht gleich aussehen, sehen die aus wie mein dicker Zeh, Bruder. Versteht ihr? Ja, und da sollen wir jetzt keine... Jetzt würde ich gerne so einen dicken Zeh sehen. ...modernen, psychisch kranken Frauen ankommen von wegen, du sagst das nur, weil du keine Frauen abbekommst. Mädchen, komm mal hier zu Pacino, komm mal hier in meine Gegenwart, spür meine Energie und dann... Bro, dein Mikro spürt deine Energie. Upsi. Guck mal, wie dein Höschen anfängt, nass zu werden, Dicker. Ja, weil mir kann keine Frau widerstehen. Ist egal, ob sie modern psychisch krank ist oder ob sie feminin ist. Ja, Mann. Ja, auch die psychisch Kranken können mir nicht widerstehen. Eine feminine Frau fühlt sich automatisch von mir angezogen. Ja, selbst eine moderne psychisch kranke Frau fühlt sich von mir angezogen. Aber Was hat der Kurs vor dem Videodreh gemacht? Hat er einfach so, keine Ahnung, Nutella-Brot gegessen und dann hat er sich gedacht, okay, jetzt ist es soweit. Und dann setzt er sich dahin und hasselt den krassesten 9-Minuten-Freestyle des 21. Jahrhunderts aus. Sie merkt, dass sie bei Pacino keine Chance hat, Dicker. Ja, Mann. Ja, weil so eine Frau wird nie wieder in meinem ganzen Leben irgendwie bei mir, mit mir interagieren können. Ja, Mann. Na, ihr versteht das nur nicht. Ihr versteht das nicht. Er redet hier, er plädiert hier auf das Selbstbewusstsein, auf die Selbstbewusstseinsbildung. Ja, der hat am Anfang gesagt, ey, ich hatte mal eine schlechte Erfahrung mit so einer Frau und so. Ich wäre auch gerne ein Pacino. Ich wäre gerne so selbstbewusst wie Pacino. Das muss ich ihm lassen. Das bin ich halt wirklich nicht, ne? Was für ein Verlust für die gesamte Frauenwelt. Nur für die modernen Frauen. Versteht ihr? Das Einzige, was sie von mir zu Gesicht bekommt, ist mein dicker Zeh. Dicker Zeh, ja klar. Sonst nichts, Bruder. Ja. Und das musst du kapieren. Und damit mache ich das Video, damit du das kapierst. Ja, weil ich war auch in so einer... Dicker, wo ich mir immer diese Keule gegeben habe. In einer was? Immer leer war, Bruder. Und deswegen so bedürftig war. Und immer irgendwelchen Frauen hinterhergelaufen ist aus Bedürftigkeit, Dicker. Ja. Und ich nicht gecheckt habe,
einfach nicht gecheckt habe, dass ich Bedürftigkeit ausgestrahlt habe, Dicker. Ja, jetzt bin ich in einer Phase, wo jetzt wird's in meinem Dasein 0,0% Bedürftigkeit ist. Verstehst du? Und das spüren die Frauen noch. Und das wollen die Frauen. Und selbst wenn mir eine psychisch kranke Frau entgegenkommt, Dicker, die irgendwie Schlauchbootlippen hat und irgendwie aufgespritzte Botox-Fassen, Dicker, mit Silikonbrüsten und was weiß ich. Ja, selbst sie merkt, dass ich nicht mal eine Millisekunde daran verschwende, sie anzugucken, Dicker. Und das findet sie geil. Verstehst du? Aber mich juckt. Ich wollte gerade sagen, aber ist das das Ziel? Das willst du ja nicht. Das sowieso nicht, Dick. Ja, okay. Also wir versuchen hier, Frauen zu imponieren, die wir dann abweisen können. Weil das ist nämlich ultrasmart. Das ist nämlich ultrasmart, damit wir auch der will ja hier die Gesellschaft ändern. Ich meine, das ist ja wirklich revolutionär. Der will hier die Frauen wieder runterbringen. Die wollen dann auf einmal seinen dicken Zeh lutschen und sowas. Und er sagt aber nein, weißt du was, junge Dame, deine Schlauchbootlippen und deinen dicken Zeh und sowas, den möchte ich nicht haben. Humble dich. Na, sit down, be humble und so, hat er quasi gesagt. Und die Frauen werden dann wieder auf ihr normal, die werden auf Factory Reset zurückgestellt und dann werden sie anfangen, traditionell zu werden und zu. Ich will gar nicht sagen, und zu kochen. Ich glaube, er meint hier gar nicht, ich glaube, er meint hier wirklich nicht die, ich sag jetzt mal, Definition von einer Tradwife. Ich glaube, er macht einfach einen Punkt mit falschen Begrifflichkeiten. Ich glaube auch nicht, dass man psychisch krank ist, sobald man sich die Lippen aufspritzen lässt. Aber ich könnte da auch falsch liegen. Ne? Ich habe es selber bei mir noch nie gemacht. Ja. Auch wenn sie mir einen auf abgehoben oder keine Ahnung was macht. Ja? Weil, Digga, es geht im Endeffekt nur um Geld. Bei diesen Frauen. Versteht ihr? Ich mach mein Geld. Und ich hab Geld. Und ich werde immer mehr Geld machen. Aber diese Frauen werden keinen Nutzen mehr davon haben. Versteht ihr? Weil du musst dir doch mal Millionäre angucken, Dicker. Es gibt genug Millionäre, wo die Frauen die verlassen haben. Und das der einzige Grund ist, weil das moderne, kranke Frauen sind, die kein Mensch auf dieser Welt zufriedenstellen kann. Versteht ihr? Und das dann denkst Grund. Du mit deinem normalen Job, Alter, wo du 8 Stunden deinen Arsch verkaufen gehst, Dicker, dass du irgendeine Frau zufriedenstellen kannst, Bruder. Nein, kannst du nicht. Das Einzige, was sie... Du musst hustlen. Du musst Videos im Internet machen. So, nur so macht man das wahre von Geld. Von dir will ist, dass du sie unterhältst, dass du sie finanzierst. Und wenn du ja, aber das kann leer ich doch nicht. Bist, wenn du wortwörtlich leer bist, wenn deine Eier leer sind und wenn dein Konto leer ist, dann ist diese Frau genauso weg wie bei einem Millionär. Was hat das mit den Eiern zu tun? Ich dachte, sie will an mein Geld. Sie will auch an mein Sperma. Ist das das Ding? Ist das das Ding? Kann man damit auch mehr Geld verdienen oder was? Die geht dann zusammen in Bank und dann spuckt sie es wieder aus. Kenny, danke schön für den Sub. Grüß dich. Versteht ihr? Ja, aber es gibt auch noch genügend feminine Frauen, die nicht auf sowas Wert legen. Die nicht deinen Schwanz lutschen, die ja? Die noch die gewisse Feminität in sich haben, dass sie was zu schätzen wissen, dass sie einen richtigen männlichen Mann mit männlicher Energie an ihrer Seite haben. Und das auch einfach nur wertschätzen. Verstehst du? Ja. Darum geht's doch in einer Beziehung, Dicker. Du musst deine Frau so unter Kontrolle haben, so führen, dass sie es wertschätzt, dass sie mit dir überhaupt ist, dass sie überhaupt deine Energie bekommt, dass sie deine Zeit abhaben kann, Dicker. Ja, also du musst quasi das Verhältnis umdrehen. Du musst quasi, okay, er ist immer den Frauen hinterhergelaufen und das ist voll scheiße und sowas. Deswegen musst du so krass dich selber upgraden, dass die Frau dann dir hinterherläuft. Das ist nämlich das Ding. Ich will aber nicht geführt werden. Ja, dann bist du auch einfach keine, dann bist du wahrscheinlich psychisch krank. Das könnte ich mir ganz gut vorstellen. Wenn er redet, tut mein Kopf weh. Das tut mir leid. Das ist dann wahrscheinlich einfach zu viel Wissen, was auf einmal in deinen Gehirnzellen aufgesaugt wird. Versteht ihr? Weil das Einzige, was eine Frau ist, will, ist Aufmerksamkeit. Weil ich weiß nicht, was er gesagt hat, aber es ist wahrscheinlich wahr. Und wenn eine Frau sich für dich interessiert und du die richtige männliche Energie hast, dann sind alle anderen Männer für sie ausgeblendet. Verstehst du? Alle anderen, Dicker. Er kann aussehen wie keine Ahnung was. Er kann Millionen, Milliardär sein, Dicker. Es juckt sie nicht. Verstehst du? Weil du die gewisse Energie hast, die diese Frau haben will. Ja. Okay. Und diese Schlauchbootlippen mit Botox-Fressen, Silikonen aufgespritzten Brüsten, Dicker, die kann eh kein Mensch auf dieser Welt zufriedenstellen. Deswegen posten die doch diese Bilder, Alter, mit Arschritze in Leggings rein bis zum Bauchnabel, weil die sonst nichts mehr zu bieten haben, Dicker. Depresso, grüß dich. Kaiser, hast du genug männliche Energie? Ich weiß nicht, was würde ich dir sagen?
Gib mir mal ein Männlichkeitsrating von 0 bis 5. 5 ist das Maximum, 0 ist dicker C. Ja, weil man in deren Gesicht reinguckt und man sieht diese Unzufriedenheit. Ja, und dafür Philipp, war das Video. Dich. Ich hoffe, du kannst was daraus entnehmen. Ich hoffe, es hat dir weitergeholfen. Wie gesagt, hör auf. Kuchen, dir verlange ich schon für den Raid mit 1200 männlichen Männern. Ich gehe gleich darauf ein, das Video ist direkt beendet. Um dir eine Keule zu geben, hör auf, bedürftig zu sein, mach dein Geld und dann kommen alle Frauen von alleine. Das war ein neues Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal, meine Pacinos. Krank, saugut, aber auch saugut. Selten sowas Tolles gehört wie von Pacino. Also wirklich immens, was er in 9 Minuten hier für gesellschaftskritische Themen aufgerissen hat. Ich glaube, wir haben hier wirklich sehr viel aneinander vorbeigeredet. Ich glaube, so wie er das erzählt hat, hatte er mal eine Erfahrung mit einer Frau, die ihn für sein Geld und für seine Eier ausgenutzt hat und so. Und das wollen wir nicht mehr. Wir wollen jetzt eine Trad Wife oder auch nicht. Wir wollen auf jeden Fall eine Frau, die nicht auf Geld schaut, sondern auf den Vibe. Und ich meine, all in all, er hat viele Sachen gesagt, die sehr, sehr weird waren. Nur ich glaube, er weiß selber nicht genau, wie er am besten das nach außen trägt, was er meint. Aber ich denke, Pacino hat hier wirklich einen guten Punkt gemacht. Und ich stehe da absolut dahinter.